Servus Leute und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel. Wir haben natürlich mal wieder ein neues Review für euch. Die Waffe, die ich euch heute vorstellen darf, ist wieder Kümmer Begadi Kooperation mit Begadi Core System. Und ob die klassische hier, die klassische Waffe, die hier drin ist, was taugt, ob sie schießt, ob sie zumindest geradeaus schießt, das zeigen wir euch nach dem Intro. Viel Spaß! So, das Intro und das Datenblatt ist durch. Ich hoffe, ihr konntet alles Interessante erstmal aus dem Datenblatt rauslesen. Gut, welche Waffe haben wir hier natürlich? Es ist die M16A1 oder X, schieß mich tot. Also die Vietnam-Version der M16 haben wir hier. Besonderheit natürlich Begadi Core, gehen wir noch drauf ein. Internals gehen wir auch noch drauf ein. Und dann sehen wir weiter. Ne? Gut, jetzt haben wir erstmal den Karton, Lieferumfang, wie kommt das Teil zu euch? Begadi Kümmer typisch, brauner Pappkarton mit einem Bildchen von der Waffe und mehr ist es nicht. So, jetzt schauen wir mal rein in das schöne Teil. Also ich sag, machen wir mal den Karton auf. Ich sag, da haben wir hier die Bedienungsanleitung, wie immer. Unsere Schaumstoffeinlage und da haben wir das Teil vor uns. Was hier auch drin ist, ist Speedloader, ein Magazin mit Cap, zweites Magazin, High Cap, Kümmer halt. Ne? Dann haben wir wieder dieses obligatorische Päckchen Kugeln und ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, was das ist. Ich glaube, was zum Einstellen von der Visiereinrichtung. Falls es jemand weiß, schreibt es mal in die Kommentare bitte. Gut. Ja, und natürlich die Waffe. So. Komm her. Und natürlich die Waffe selbst. So, legen wir uns auch mal auf Seite. Und dann gehen wir wieder so rüber. Gut. Haben wir die Waffe aus dem Karton und was fällt uns auf? Genau, zum einen die Staubschutzkappe hier, die Staubschutzklappe ist ein bisschen zu lasch gefedert, die klatscht hier vor sich hin. Gut, aber wie gesagt, wir nehmen es in die Hand, was fällt uns auf? Ne? Also wir haben hier im Frontschaft minimales Spiel drin, der fasst sich aber sehr gut an, müssen wir sagen. Also es ist zwar ABS-Kunststoff, aber es fasst sich sehr gut an. Dann haben wir hinten unsere Schulterkappe, die ist hohl. Da werdet ihr wahrscheinlich mal den einen oder anderen Ton mal hören beim Spielen. Aber so an für sich macht es einen wertigen Eindruck. Also wir haben nichts Verwindbares. Der Außenlauf ist bombenfest. Der Mündungsfeuerdämpfer ebenfalls bombenfest. Also von daher auf jeden Fall einwandfrei das Gerät. So, dann haben wir natürlich das erstmal abgehakt. Wir wollen natürlich auch wissen, wie die schießt. Ne? Dadurch ergibt sich das Logische, wir gehen zum Corona-Test bzw. zum Schusstest und wir schauen mal, ob man mit dem Teil was trifft. Ich gebe ab zum Schießhobby und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Ich bin nicht
Schuss und den Chronotest abgehakt. Und ja, also wie gesagt, man kann die Werte, denke ich, auf jeden Fall bestätigen, was angegeben sind und auch vom Schussgefühl her sauber begreift. Also 50 Meter sind definitiv möglich mit dem Gerät. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen detaillierter auf die Verarbeitung von dem guten Stück ein. Also wir haben einmal, wie gesagt, unseren Mündungsfeuerdämpfer haben wir hier aus Stahl gefertigt, ist 14 mm CCW-Gewinde, kann hier dann, also Rechtsgewinde, genau. Rechtsgewinde ist hier und ich kann hier einen Schalldämpfer, anderen Mündungsfeuerdämpfer ohne Probleme anbringen. Dann haben wir unseren Lauf. Der Lauf ist komplett durchgängig, also ein komplett durchgängiger Außenlauf hier verbaut. Unser Kornträger, was wir hier haben, ja, M16 typisch, ganz einfach. Und dann haben wir hier unseren Kunststoffschaft, der ist hier oben gelöcht. Also hier oben befindet sich auch eine Fake-Gas-Stange drin. Und auch hier im unteren Bereich sind sie bis zur Hälfte gelocht. Dann haben wir natürlich unseren Drachegriff, der hier aus Metall gefertigt ist, der hier nicht abnehmbar ist. Da müsst ihr aufpassen. Die Waffe hat keine 22 mm Schienen drauf. Die sind fest verbaut. Die kann ich nicht abschrauben oder sonst was. Es gibt allerdings Montagen hierfür, dass hier oben drauf nochmal eine 22 mm Schiene kommt und dann habt ihr das Zielfernrohr dann hier oben drauf oder so. Braucht es aber nicht. Die Waffe schaut klassisch geil aus. Das ist einfach so. Gut. Dann haben wir den Upper und den Lower. Ist wie gesagt Aluminium-Zink-Druckguss gefertigt. Sitzen wie vorhin schon erwähnt, bombenfest aufeinander. Kein Winden, kein Klappern, kein gar nichts. Was natürlich vorhin schon angesprochen worden ist, ist die Staubschutzkappe. Sie hält zwar, aber wenn man sie öffnet, ist die Feder zu lasch da hier. Da könnte man noch was dagegen machen. Also wir haben hier auch unseren relativ altbackenen Handgriff, der hier aus Kunststoff gefertigt ist. Ja, man muss es mögen, sage ich jetzt mal. Ich mag's, aber wie gesagt, man muss, wie gesagt, diese Optik, man muss es einfach mögen. Dann haben wir hier unseren Schaft, der dient auch gleich als Akkufach. Das heißt, Akkus in riesengroßer Größe, überhaupt kein Problem. Ihr könnt in das Ding fast alles reinstopfen, was in irgendeiner Art und Weise möglich ist. Zum Akkufach rankommen, einfach hier die Kappe abmachen und diese Kappe ist hier sogar gummiert. Also das ist definitiv schön und sitzt auch sehr ordentlich in der Schulter drin. Gut. Dann machen wir jetzt gleich noch Funktionsteile bzw. Hopper bzw. Markings, genau. Also wie gesagt, wie vorhin schon angesprochen, also wie gesagt, der Durchladehebel öffnet euch das Hülsenauswurffenster. Das bleibt auch unten, also das zieht sich nicht hoch oder sowas, weil es gibt ja auch welche, die sich dann automatisch hochziehen. Ist hier nicht der Fall. Genau, also das ist hier so. Dann habe ich hier natürlich mein Hop-Up-Einstellrädchen, hier allerdings leider noch so ein klassischer M4 Hop-Up-Kammer ohne Raster, ohne alles, sondern mit kleinem Rädchen zum Verstellen. Markings haben wir, jetzt muss ich selber mal gucken. Na. Hä? Ach da, genau. Markings haben wir hier unser Bugatti, Entschuldigung, Bugatti Kaliber 6 mm und das F im Fünfeck natürlich. Dann haben wir unsere Feuerwahlposition Safe, Semi und Full Auto, obwohl weil Full Auto natürlich nicht erlaubt ist in Deutschland. Und auch hier Kümmer-typisch der weiße komische Aufkleber mit den Importeur-Marking, dass es vom Bugatti ist. Genau, so. Dann haben wir natürlich unsere äußerlichen Geschichten abgehakt. Wir machen jetzt noch schnell das mit den Magazinen. Also wie gesagt, hier sind auch zwei von diesen kurzen dabei. Also die Vietnam-Magazine braucht man auch dafür. Also man kann auch den normalen Stanag nehmen, aber ja, warum? Schaut doch geil aus mit diesen kurzen Magazinen. Die Magazine haben ein bisschen Spiel, aber wirklich minimales Spiel. Das ist überhaupt kein Thema. Also wie gesagt, wir haben auch mal probiert, andere Magazine, Lonex passt, die können gehen problemlos rein, Ares passt,
Battle Axe passen auch, also die können auch problemlos in diese Waffe eingesetzt werden. Einzigsten, wo jetzt zum Beispiel wir Probleme hatten, waren zum Beispiel P-Max oder P-Max-Klone. Die gingen nicht rein. Genauso wie das HK-Magazin, das geht auch nicht rein. Na, gut. Ja. Dann haben wir natürlich noch das Technische kurz anzusprechen. Also wir haben hier auch hier ebenfalls wie bei der MP5, die wir hatten, die V2 Gearbox in der zweiten Generation, allerdings schon mit Bugatti Core. Das heißt, elektronisches Abzugssystem, Zyklenüberwachung, Akkuabschaltung, wenn der Akku zu leer ist. Wir haben drin Stahllaufgears, allerdings ohne Shortstroke. Wir haben den normalen Kümmermotor drin, ohne diesen neuen Hightorque-Motor drin. Wir haben natürlich aber schon einen Stahlzahnpisten mit verbaut. Wir haben einen Pistenhead, der aus Kunststoff gefertigt ist, genauso wie der Zylinderhead und natürlich das klassische Nozzle von Kümmer, was in diesem schönen Acryl durchsichtig ist. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, gilt hier das Gleiche. Robust und mit dem Bugatti Core System auch in etwa auf der Höhe der Zeit momentan. Wir haben ja Gott sei Dank das Problem, dass wir keine manuellen Switch fast mehr haben, sondern nur noch diese elektronische EFCS-Systeme, was natürlich für den Spieler wesentlich angenehmer ist. Genau. Hier gilt das Gleiche wieder wie bei der MP5. Sie wird definitiv auch ihren Dienst über lange Spieltage hinweg machen. Gerade was, wie gesagt, den Akku angeht. Ihr könnt da einen Akku reinstopfen, damit könnt ihr eine Woche durchspielen wahrscheinlich. Also, das ist überhaupt kein Thema, überhaupt kein Problem. Gut. Wie gesagt, ich kann sie euch auch ans Herz legen, was man noch ansprechen muss. Es gibt auch noch verschiedene Versionen, zig verschiedene Versionen von der Kümmer Sportserie, auch mit dem Core-System. Packe ich euch alles unten in die Videobeschreibung rein, genauso wie der Link zu der Waffe. Wir finden es auf jeden Fall wunderschön. Endlich mal wieder, muss man ganz ehrlich sagen, es gibt sie selten, endlich mal wieder eine Vietnam-Version der M16. Und ja, also ich habe lange darauf gewartet. Ich bin begeistert von dem Ding. Und auf jeden Fall optisch sieht man es halt auch nicht alle Tage auf dem Spielfeld. Ja, dann habe ich fast das Fazit schon vorweggenommen. Es ist optisch auf jeden Fall mal ein Eyecatcher. Technisch ist besser möglich, keine Frage, aber definitiv auch auf der Höhe der Zeit, die wir momentan haben. Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, war es das von uns. Ich bedanke mich fürs freundliche Zusehen und auch natürlich bei Bugatti, dass ich die euch vorstellen durfte. Ja. Gut, dann wünsche ich, wie gesagt, einen schönen Tag heute noch oder wann ihr auch immer das Video schaut. Schöne Nacht, gute Nacht, schönen guten Tag, wie auch immer. Ja, und da verbleibe ich mit dem typischen Grüßen, euer Heubi FV. Ciao.